Hallo liebe Löwen, herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat Juli. Für alle Juli-geborenen Löwen wünsche ich einen wunderschönen Geburtstag. Ich gratuliere nicht, aber ich wünsche einen schönen Geburtstag, wenn ihr ihn denn habt. Und wenn deine Sonne, deine Venus, vielleicht auch deine Venus, wenn deine Sonne, dein Mond, dein Aszendent im Sternzeichen Löwe ist, dann bist du hier genau richtig. Und vielleicht auch deine Venus, wer weiß das schon. Vielleicht hast du dich auch hierhin verirrt. Und ich würde sagen, wir schauen auf die Übersicht. Was wird der Juli bringen? Für Löwe, was muss Löwe jetzt wissen? Was ist wichtig? Oh, interessant. Wir haben den Teufel mit dem Ass der Kelche. Beide zusammen sind sie rausgefallen. Es kann sich um einen Steinbock handeln, der hier in euer Leben tritt, der euch ein Angebot macht, ein emotionales Angebot. Es muss nicht Liebe sein, es kann Liebe sein, es kann ein Flirt sein, es kann auch eine Stelle sein, die euch emotional sehr, also die sehr viel Anklang mit euch finden könnte. Wir schauen einfach mal weiter, ja? Für Löwe im Juli die drei der Kelche. Also es ist etwas zum Feiern. Es ist nichts. Der Teufel ist natürlich, da klingen natürlich direkt normalerweise die Alarmglocken. Komischerweise habe ich das jetzt hier gerade bei euch gar nicht so. Also ich denke tatsächlich, also das Einzige, was möglich sein könnte, ist, dass ihr hier euch sehr an diese Person bindet, beziehungsweise an die Situation bindet, euch vielleicht ein wenig abhängig macht von dieser Person. Das ist aber, wie soll ich das erklären? Also sagen wir mal, das ist eine Person, die euch einen Job anbietet. Dann wird dieser Job vielleicht eure Fähigkeiten übersteigen. Okay, und indem ihr das annehmt, macht ihr euch schon von dieser Person abhängig, weil ihr sagt, okay, ich muss jetzt wirklich heftig Leistung bringen, damit, damit das Vertrauen in mich auch gerechtfertigt wird. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ihr macht euch, wenn, dann seid ihr die Person, die sagt, okay, ich muss jetzt hier viel leisten, ich muss jetzt hier ranklotzen, ja, um es mal so zu sagen. Vielleicht ist diese Person auch, wenn es sich um ein Liebesangebot handelt, vielleicht habt ihr auch das Gefühl, diese Person ist ein wenig außerhalb eurer Liga. Ja, ein bisschen zu gut für euch. Ja, also hier ist, wenn, ist es ein psychologischer Druck, der hier reinspielen könnte. Ich sehe das aber tatsächlich jetzt im Moment nicht als sonderlich dramatisch an. Okay. Löwe im Juli. 9 der Stäbe. Ruiniert ja die ganze Deko. Der König der Kelche auf dem Kopf. Entschuldigt. was machen die 9 der Stäbe hier? Und der König der Kelche auf dem Kopf. 9 der Kelche, 9 der Stäbe. Okay. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ihr da aufpassen müsst. Okay, passt auf. Es geht nicht um diese andere Person. Ich glaube, dass ihr euch selbst im Weg stehen könntet. Okay, ich weiß es, Löwen sind normalerweise sehr selbstbewusst, sind sich ihrer selbst bewusst. Okay. Aber es kann tatsächlich sein, dass hier dieses Angebot reinkommt und ihr euch selber im Weg steht, weil ihr sagt, wieso ich? Wieso ausgerechnet ich? Warum spricht diese Person mich an? Warum bietet diese Person mir etwas an, wo ich vielleicht nicht so gut geeignet für bin, zumindest aus meiner Sicht. Aber das ist halt nur eure Sicht. Okay, wenn die 9 der Stäbe auftaucht, dann ist entweder eine Schlacht vorbei, das sehe ich hier aber nicht, oder es ist quasi so, ne, dass
diese Person hier ist ja verwundet und sie macht sich aber bereit, fertig, um wieder in den Kampf zu ziehen. Ne? Also es kann sein, dass hier etwas getriggert wird von einer ehemaligen Person. Das kann ein Partner sein hier, der König der Kelche. Ne? Kann auch eine Vaterfigur sein oder ein Chef, der sehr manipulativ ist, der sehr gefühlsmäßig manipuliert. Ne? Also der vielleicht das Opfer spielt die ganze Zeit oder an eure Gefühle appelliert, ja, dass die manipuliert werden. Also es kann sein, dass ihr erinnert werdet an etwas und ihr euch hier selber im Weg steht. Obacht, ja, dass ihr diese Chance nicht ziehen lässt, nur weil ihr denkt, diese Person erinnert mich vielleicht an meinen Ex oder an meinen Ex-Chef oder so. Der Mond unter den Teufel, okay. Und die Kraft. Ja. Also tatsächlich, diese Gelegenheit, die sich dir bietet, jagt dir Angst ein. Und das ist das Problem, okay? Das könnte euch im Weg stehen, weil ich tatsächlich glaube, dass dieses Angebot sehr erfüllend sein könnte, ein sehr gutes Angebot ist in Realität, aber euch tatsächlich so ein bisschen mit Angst erfüllt, weil die euch an eine Situation erinnert, die mal war. Mit der Kraft möchte euch das Universum auch sagen, ihr braucht hier, also eine Vorsicht ist immer gut, ja, also da bin ich wirklich die Letzte, die sagt, ach, ne, schaltet alle Warnsignale ab, stürzt euch rein, Mädels oder Jungs. Nee, da bin ich wirklich die Letzte. Aber ich glaube, die Kraft, ne, die Kraft bedeutet ja nicht, dass man hier mit Gewalt vorgeht, sondern im Gegenteil, mit sehr viel Feingefühl, mit sehr viel Empathie an diese Sache herangeht. Und ich glaube, die Empathie solltet ihr euch selbst entgegenbringen. Okay? Besonders wenn ihr ein gebranntes Kind seid, dann ist hier eher auf euch zu achten als auf die andere Person. Okay? Also achtet auf eure Gefühle. Und achtet vor allen Dingen auch darauf, wo die sitzen. Ne? Wo im Körper sitzt da vielleicht auch die Angst. Ja? Oft ist es ja so, da wo der Vagusnerv läuft, also quasi von der Kehle runter Richtung Magen. Ne? Wenn da irgendwo ein komisches Gefühl auftaucht, unbegründet, dann ist das Angst. Ne? Und wenn ihr an diese Person denkt, ist es so, weil ihr denkt, oh, irgendwie habe ich ein ungutes Bauchgefühl. Oder ist es wirklich einfach Angst, dass ich vielleicht in dieser Situation wieder bin, in der ich vorher war? Okay? Also scharf die Intuition. Der Mond ist ja auch Fische, ne? Intuition ist wichtig. Ha, die 5 der Stäbe noch festgehalten hier. Wir haben das Ass der Stäbe. Mhm. Es reizt euch auf jeden Fall, definitiv. Also dieses Angebot ist reizend. Wir haben, ne, 2 Asse, Ass der Kelche, Ass der Stäbe. Das sind Gefühle und Leidenschaft. Okay. Oh, vielleicht hattet ihr auch vorher eine Situation mit einem Fisch, mit Fischen. Ne, König der Kelche plus Mond repräsentiert Fische. Also vielleicht ist ein Ex-Partner Fische oder ein Ex-Chef, der Vater, der Eremit. Eine letzte Karte für Löwe. Oh, danke. Das sind die 10 der Münzen. Hm. Der Gehängte unten am Deck. Ich lache, weil ich nämlich schon eben dachte, okay, das werde ich gleich sagen. Jetzt haben wir den Gehängten noch, der das nochmal bestärkt. Und zwar ist es hier wichtig und empfohlen vom Universum, dass ihr gar nicht so sehr auf die andere Person achtet oder dieses Angebot, okay? Es ist hier völlig okay, sich Bedenkzeit auszubitten? Und bei euch zu schauen, möchte ich das? Habe ich hier Angst vor? Ist es begründet? Ist die Angst vielleicht sogar begründet? Ja, dass diese Person per se mir Angst macht, weil da irgendetwas nicht stimmt.
Oder ist es wirklich so, dass mich das in die Vergangenheit zurückversetzt und mich daher triggert, weil es eine ähnliche Situation ist? Wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, aber es ist nur mein Eindruck, den ich hier über die Karten bekomme, dass hier die Chance gut ist, die sich dir bietet. Aber es ist auch, wie gesagt, absolut okay, wenn du Angst bekommst, zu sagen, ich möchte bitte kurz hier anhalten und darüber nachdenken. Der Eremit sucht nach seinem Stern. Er hat hier seinen inneren Stern in der Laterne gefangen, ne? Und zieht sich bewusst in eine Höhle zurück, um ja, den Sinn des Lebens zu suchen oder Gott oder ne? Also seinen Nordstern. Sein Nordstern ist in der Laterne. Und hier ist es völlig okay zu sagen, ich möchte mich ein wenig aus der Situation rausziehen. Wenn diese Person es ernst meint mit dem Angebot, wird sie eh warten. Okay? Und ich glaube auch tatsächlich, dass hier etwas Gutes dabei rausspringt. Es kann halt sein, dass ihr euch selber im Weg steht und ihr euch selber sabotiert. Also Obacht! Die letzte Karte, 10 der Münzen, deutet darauf hin, dass es wirklich etwas Stabiles ist, was euch erfüllen kann. Okay, wir kommen zu dem Teil mit dem Pick-a-Card. Okay, ihr Lieben, falls ihr eine Frage stellen möchtet, dann haltet diese Frage jetzt in euren Gedanken. Wir müssen aber keine Frage haben, also wenn euch keine Frage einfällt, kein Problem. Ich ziehe euch 3 Stapel mit Karten. Ihr dürft eine wählen. Ich mache es andersrum, so. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und das personalisiert das Ganze nochmal ein bisschen. Das wird sicherlich nicht für alles, für jeden genauso eintreffen. Aber vielleicht kommt da jetzt nochmal eine neue Information für euch. Okay. Nein, die möchte ich zurücknehmen. Ich habe jetzt drauf geguckt, aber ich hätte sie auch so genommen. Ich weiß auch nicht warum, aber die andere wollte ich nicht. Ich weiß auch nicht. Okay, wenn ihr ein bisschen Zeit braucht, um auszusuchen, welchen Pie ihr möchtet, dann pausiert ihr jetzt das Video. Ich drehe jetzt um. Nummer 1. Wir haben Amara, die Menehunin. Lomi-Heilung. Interessant. Und Wahrheit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Lomi-Heilung ist. Daher werde ich das Buch holen. Was in der Verpackung war. So, wir haben Nummer 19. Amara, die Menehunin. Ich habe diese Karte tatsächlich noch nie gezogen. Und ich ziehe diese Karten für mich hin und wieder. So, ich würde sagen, ich springe direkt zur Botschaft an Ratsuchende. Amara, die Menehunin, ist da. Zeit, mehr Obst zu essen, Wasser und hochwertige Fruchtsäfte zu trinken, das Tanzen zu lernen, ein tropisches Blütenbad zu nehmen und die Energie des Wasserfalls zu spüren. Wenn Amara, die Menehunin, sie sanft zur Ruhe gemahnt, bietet ihnen beispielsweise eine Lomi-Massage, eine perfekte Atempause. Oder davon habe ich schon gehört. Eine perfekte Atempause. Wo war's? Sie freut sich auch über Tanzen, Singen, Musik und Sport. Vorausgesetzt, sie werden mit Freude ausgeübt. Frisches Obst und Rohkost und jede Aktivität unter der Sonne gefallen ihr. Also rausgehen, gut frische Sachen essen. Vielleicht gibt es in ihrer Familie schon eine eigene Tradition der Entspannung, der sie sich anschließen möchten. Surfen und Schwimmen passen zum Beispiel bestens in das Konzept von Amara, die Menehunin. Auch holistische Behandlungen, alternative Medizin oder Reisen zu Kraftorten können Ihnen helfen. Wenn Sie diesen Rat mit Ernst verfolgen, dürfen Sie eine erneuerte Gesundheit und eine neue positive Lebenseinstellung erwarten. Interessant. Vor allen Dingen, da wir das ja auch mit dem Gehängten haben, wenn ihr euch erinnert, am Boden des Decks. Und das ist ja auch eine spirituelle Erfahrung, die der Gehängte bietet. Und ich glaube, ihr werdet hier mit Wahrheit mit der Karte Wahrheit,
ihr kommt der Wahrheit ein Stück näher. Und es ging ja auch darum, was ist die Wahrheit? Ne? Ist das, was ich fühle, die Wahrheit? Ist das vielleicht begründet? Oder ist es eine Angst, die sich mir aufdrängt und die nicht begründet ist? Und ich glaube, gerade für euch ist das vielleicht angeraten, ne? Es ging ja auch darum, euch auf euch selbst zu konzentrieren und ihr dürft es vielleicht mit einer Massage oder mit Tanzen genießen, ja? Bei euch ist Genuss der Weg zur Wahrheit, okay? Besser geht's doch nicht. Ich möchte das auch. Gruppe Nummer 2. Wir haben die Laternenfee, eine klare Lösung und Grenzen, okay? Also für euch... möglicherweise müsst ihr oder solltet ihr diesen Monat eure Grenzen mit anderen Menschen ein wenig fester stecken. Eine klare Lösung, ihr habt vielleicht auch die Lösung, vielleicht ist die Lösung zu einem Problem auch Grenzen zu setzen. Ja? Vielleicht habt ihr das ein wenig schleifen lassen in der letzten Zeit und jetzt dürft ihr klare Grenzen ziehen. Okay, eine klare Lösung, wie gesagt, falls ihr... Die Lösung sucht, auch interessant, ne, dass sie hier eine Laterne hat, die Laternenfee, so wie der Eremit auch. Also hier ist vielleicht die Lösung, sich zurückzuziehen, Grenzen zu setzen und zu sagen, ich brauche meinen Abstand und muss darüber nachdenken. Auch das kann dich zur Lösung bringen, okay? Also das muss dann nicht heißen, dass du dich entfernen musst von dieser Person, kann es sein. Vielleicht ist es für dich wirklich so, dass du Grenzen setzen musst und eine Entfernung das Beste ist, die beste Lösung. Vielleicht findest du aber einfach so leichter die Lösung, wenn du dich ein wenig distanzierst und deine Grenzen absteckst. Okay. Und last but not least Nummer 3. Wir haben 2 kleine Hexen, magische Raumreinigung und Tiere. Interessant. Bei den 2 kleinen Hexen, im Grunde magische Raumreinigung, es geht darum, auch tatsächlich im wahren Leben zu reinigen. Also den Raum zu reinigen, vielleicht auch energetisch. Ne? Also hier beispielsweise so ein kleines Smudge Steak, das ist Salbei jetzt. Ich weiß, das ist, glaube ich, nicht so ethisch. Wir haben aber auch Palo Santo. Ne? Die sind beide sehr gut geeignet, um die Energie zu reinigen in einem Raum, also dann anzünden und räuchern. Und Animals, Tiere, sind für mich sowieso, die reinigen für mich immer die Atmosphäre. Ne? Wenn Tiere dabei sind, das ist direkt irgendwie leichter, es ist direkt schöner, das Leben ist direkt schöner. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe ja auch 2 Katzen. Und das Leben ist einfach leichter und nicht mehr so schwer erträglich. Und hier, vielleicht geht einfach raus mit euren Tieren. Vielleicht habt ihr einen Hund oder 2 oder vielleicht habt ihr andere Tiere. Verbringt mehr Zeit mit diesen Tieren. Das reinigt eure Aura. Ich weiß nicht, warum ich das bei der Karte gerade denke. Das habe ich sonst noch nie so reinbekommen. Aber daher wird es wahrscheinlich wichtig sein. Und eben die Raumreinigung. Macht es auch, also macht im realen Leben, ne? Also räuchert oder reinigt, ne? Mit Besen, habe ich schon mal gesagt, Besenhexen, ja, haben tatsächlich den Besen zur energetischen Reinigung auch benutzt. Du kannst auch die Intention setzen, energetisch zu reinigen mit einem Besen, gerade mit Reisigbesen, die sind perfekt geeignet dazu. Und so kannst du die Umgebung reinigen. Vielleicht brauchst du Klarheit im Moment, vielleicht brauchst du einfach eine ruhige, energetisch klare Umgebung. Okay? Ihr Lieben, das war's für heute. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, damit du nichts mehr verpasst. Und falls du mich darüber hinaus unterstützen möchtest, kannst du mir beispielsweise ein Trinkgeld zukommen lassen, zum Beispiel über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Amazon, die Wunschliste ist immer noch offen. Diese Karten, ja, die kleinen süßen Shadowlight-Karten hier, die habe ich tatsächlich auch von einem Zuschauer mal bekommen. Und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Ist auch für verschiedene Geldbeutel, okay? Und ja, ich sag danke für eure positive Energie, für eure Kommentare, Likes, alles, was ihr mir Gutes tut. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, bis ganz bald. Ciao!